Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ich bin wieder aufgestiegen in die legendäre Arena, habe etwas gespielt und dann hat das auch gepasst. Heute werde ich mit dem Deck versuchen, die Elixier-Herausforderung weiterzuspielen. Ein paar Kämpfe wollen wir doch wieder schaffen. So, fangen wir doch einfach mal an. Okay. Es lädt schneller, ich habe davor gemacht. Aber nicht hier drinne, sondern bei den normalen Kämpfen. Er spielt die Elixierpumpe. Die würde ich gerne wegbekommen. Aber das wird etwas schwierig. Vielleicht werde ich den Miner in die Mitte setzen. Mal schauen. Was jetzt kommt? Nix. Er spielt einfach überhaupt nichts. Doch, hier. Jetzt kommen die ersten Truppen. Okay. Jetzt bekommen wir ein Problem. Die kommen nicht durch, das ist gut. Und so viel Schaden machen die auch nicht. Das hält sich noch in Grenzen und sieht gut aus. Gleich kommt die doppelte Phase. Drei Musketiere. Scheiße. Leute, scheiße. Das Knick. Dass es drei Musketierinnen sind. Okay. Das erste ist down. Das zweite gleich down. Hoffe ich. Alle down. Nice. Alles weggemacht. Das sieht gut aus. Sieht auch sehr nice aus. Und die kleinen Truppen nützen ihn nicht viel, wenn ich das hier spiele, das Deck. Ein Schuss noch, komm. Und er ist down. Jetzt holen wir uns einfach mal mit dem Tunnelgräber den. Und er setzt seinen zweiten Sammler richtig behindert. Da kann mein Königsriese den einfach wegholen. Laufen, das ist schlecht. So, hier in meinen Kampfholz rein. Versuchen wir doch mal hier ein bisschen abzuwehren. So. Alles weg damit. Wieder ein Kampfholz und ein Sepp. Nice, alles weg. Kein Schaden bekommen. Das passt. Auf jeden Fall sieht das gut aus. Und ja, der Königsriese war richtig gut geplaced. Der war richtig nice eigentlich. Gut, alles weg. Hier nochmal ein Kampfholz. Es war mir irgendwie klar, dass er das jetzt setzt. Alles an Sepp. Und wieder hat er keinen Schaden bekommen. Also dieser Kampf sieht nice aus. Im Gegensatz zu den anderen gestern. Da habe ich ja gleich mal zwei verloren am Anfang. Hier einmal das Kampfholz durchhauen. Und dann ist das auch schon wieder Geschichte. Sepp. Ja, ich habe zwar versetzt, aber wir gewinnen eh. GG. Gutes Spiel. Und er hat re eigentlich recht gut gespielt, aber die Truppen, die er gespielt hat, waren zu klein, so dass ich die alle mit der Princess und mit dem Eismagier abwehren konnte. Das einzigste Gute waren die drei Musketierinnen, aber die bringen auch nicht so viel. Gut, dann würde ich sagen, springen wir doch einfach mal in den nächsten Kampf. Vielleicht schaffen wir die Folge heute sogar schneller als gestern. Da sind das wieder diesmal keine 14 Minuten. Und dann ist das kürzer für euch. Ja, der Eisgeist ist durch. Ist auch egal. Er hat die Pfeile dabei. Das sieht nicht so gut aus für uns. Naja. Mal schauen, wie es wird. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wir alle Siege hier schaffen. Und sein Hog Rider, ein Kampfholz und dann wäre das auch schon wieder erledigt. Okay, ihm wird zugejubelt, mir nicht. Er spielt den Packer. Das ist jetzt nicht so nice. Das ist re eigentlich recht schlecht für mich. Weil der Packer ist ziemlich stark und ich kann nichts gegen den tun, so wirklich. Das Einzige, was ich dabei habe, sind die Barbaren. Und jetzt wird er schneller, der Packer. Back. Gut. Ich hoffe, wir wehren ab. Und dann ist der Packer auch schon down. Nice. Ja, stimmt, er hat die Pfeile, da bringt mir das auch nichts. Wieder mit Kampfholz abwehren.
Scheiße. Der spielt mega gut. Ich muss hier richtig aufpassen. Ich hoffe, der verballert mal seinen Packer, dass ich dann hier durchkomme mal. Ja, hier kann ein... So einer rein. Okay. Der spielt seinen Packer. Nice. Oh Gott. Okay, da bin ich wieder. Ich habe kurz einen Cut gemacht, weil da eine Nachricht eingeflogen ist. So. Dann sieht der Kampf immer noch nicht so gut aus für mich. Aber er spielt jetzt erstmal nicht den Packer auf der einen Seite, also kann ich den Turm holen. Wenn ich gut abwehre. Ach du Scheiße. Ich werde das so spielen. So gegenübergesetzt. Jetzt habe ich richtiges Problem. Eigentlich ist das ganz gut abgewehrt. Nämlich so große Truppen hat er nicht. Nice. Ich hoffe, wir kriegen den Tower jetzt. Ein Schuss noch, komm. Hier die Barbaren rein. Auf jeden Fall spiele ich hier das, das. Kampfholz, durch, durch, durch. Sepp, 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 boom. Oh Scheiße. Ach du Scheiße. Hier das. Komm. Nein. Oh mein Gott. Der Kampf war so scheiße, Leute. Ach Gott, scheiße. Na gut, dann geben wir uns mit einer 65er Truhe zufrieden. Okay, sechsmal Skelettfass. Sperrkobolde und den X-Bogen einmal. Da wird davon keine Folge mehr kommen, leider. Ich will das jetzt auch nicht nochmal anfangen. Aber okay. Ja. Dann spiele ich noch einen Kampf in der normalen Arena. Sollte eigentlich was werden. Und dann sollte das auch mit der Folge wieder zu Ende sein. Morgen werde ich am Nachmittag einen Livestream starten. So gegen 13, 12 Uhr. Mal schauen, wann ich anfange. Aber so um die Dreh sollte das was werden. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Ja, er gewinnt schon wieder. Ach Gott, so. Aber er wehrt nicht ab. Keine Ahnung wieso. Er könnte abwehren. Und dann sind schon alle seine Truppen wieder weg. Und wir machen richtig gut Schaden mit dem Megalakai. Okay. Ja, Skelettorde bringt ihm jetzt nicht so viel. Okay. Die Lakaien drüber und dann sind wir durch. Ja, passt. So schlecht sieht das gar nicht aus. Okay, alles weg. Ich werde jetzt gleich den Mega-Ritter spielen, wenn er wieder durchpushen will mit seinem Hog Rider. So, dass wir das alles richtig abwehren können. Okay, und der Mega-Ritter auf die Seite. Ach du Scheiße. Das wird fail. Das wird richtig kacke. Wegen den Lakaien. Ist der Mega-Ritter gestorben. Das ist schade gewesen. Aber der Tower fällt. Das ist nice. Und ich hätte gar nicht die Princess mehr setzen müssen. Der war eh schon down. Also die Skelettorde. So, die Goblins haben es auch nicht überlebt. So wie ich das sagte. Okay. Alles weg. Okay. Er hat die Elite-Barbaren, das ist nice. Das freut mich auf jeden Fall, dass er die spielt. Weil ich habe den Mega-Ritter dabei. Und gegen Mega-Ritter können die rein gar nichts. Der Mega-Ritter ist so unschlagbar. Außer der Packer kann den richtig zusetzen, aber das ist ja nicht so schlimm jetzt. So, hier rein. Egal.
Nicht so schlimm. Ich werde hier den Mega-Ritter nochmal spielen. So, Sepp. Und dann ist auch schon wieder alles weg. Hier kommen unsere Lakaien nochmal rein. Und dann sollten wir eigentlich durchkommen. Ja, er macht jetzt nochmal hier seinen Zauber drauf. Aber der bringt ihm auch nicht so viel. Und dann sind wir auch schon durch. Und haben gewonnen. Auf jeden Fall gutes Spiel. Viel Glück. Und wir haben wieder ein paar Trophäen geholt. Eine Silbertruhe. Und drei Kronen. So Leute, weil wir das hier nicht geschafft haben, war es das auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, das ist nicht schlimm für euch, dass jetzt nur noch dieser Teil wegen kommt von der Beschleunigungsherausforderung. Und dann ciao Leute, bis morgen zu dem Video. Und ich werde morgen so 12, zwischen 12 und 13 Uhr einen Livestream starten. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Also ciao Leute.